war dieser Herr hier, der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders, in Dresden zu Gast. Eingeladen hatten ihn die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz Pegida. Erhofft hatte man sich wohl eine kräftige Werbung für das eigene Treiben am rechten Rand. Doch statt der erhofften 30.000 kamen nur etwa 12.000, um dem platinblonden Rechtsausleger zuzuhören. Grund zum Aufatmen also? Ein Hinweis, dass die Sympathien für die aggressiven Ausländerfeinde der Pegida erlahmen? Mitnichten, wie Swantje Hirsch und Ulrich Neumann recherchiert haben. Mehrere hundert Demonstranten verbreiten Angst und Schrecken. Die Stimmung aufgeheizt und aggressiv. Freital in der Nähe von Dresden vor 4 Tagen. Ihre Parolen hasserfüllt und rechtsextrem. Sie protestieren gegen ein Flüchtlingsheim. Zurzeit sind rund 200 Flüchtlinge da, in einer Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern. In zum Teil geschlossenen Facebook-Gruppen gehen einige Freitaler gegen Flüchtlinge noch viel weiter. Die Drecksviecher. Gesindel. Alle raus in ein Loch und zuschütten. Bombe rein und Ruhe ist. Mit ihrer Wut und ihrem Hass prägen sie die Stimmung in Freital. Nur wenige halten dagegen. Gerade mal 20 Menschen demonstrieren für die Flüchtlinge. Aber 400 sind gegen sie. Hier mit dabei Lutz Bachmann, der Gründer von Pegida. Mittlerweile der Stimmungsmacher. Ich bin stolz auf Freital und auf allen, jeden Einzelnen, der heute hier ist. Gemeinsam sind wir stark. Freital zeigt, wie es geht. Der Stimmungsmacher vor einer Woche in Dresden. 7.000 Menschen sind da. Jubeln Tatjana Festerling zu. Sie kandidiert für Pegida hier als Oberbürgermeisterin. Die meisten Flüchtlinge sind für sie Asylantenströme. Die Asylantenströme, mit denen ihr, die Deutschlandvernichter von Merkel und Gabriel bis Tillich, unser Dresden, unser Sachsen und unser Deutschland fluten. Während einer weiteren Rede in diesem Tenor läuten die Glocken der nahegelegenen Kreuzkirche zum Friedensgebet. Seit 30 Jahren tun sie das immer zur gleichen Zeit. Aber am Ostermontag fühlen sich Pegida-Demonstranten offenbar davon gestört. Drohen Kirchenmitarbeitern mit Mord, sagt uns der Superintendent. Einige beschwerten sich über das Geläut und zwei von denen sind direkt zu meinen Mitarbeitern und haben sie ja verbal angegriffen, indem sie auch gesagt haben, wenn der Krach weiter so geht, dann könnte es sein, wenn ihr rauskommt, dass die Kehle durchschnitten sein könnte. Wir treffen den promovierten Soziologen Oliver Nachtwey von der TU Darmstadt. Seit Monaten beschäftigt er sich wissenschaftlich intensiv mit Pegida. Pegida ist am Anfang noch sehr moderat aufgetreten, gegen die da oben. Jetzt ist Pegida eine offen rechte Bewegung geworden mit Rassismus, Nationalismus und allem, was zu einer rechten Bewegung dazugehört. Von Pegida in Dresden bis zu den Bewegungen in Tröglitz, wo jetzt auch gerade noch ein Asylbewerberheim angezündet wurde, ist kein weiter Weg. Gestern in Dresden. 12.000, so bestätigt uns die Polizei, jubeln dem Rechtspopulisten und Islamhasser Geert Wilders aus den Niederlanden zu. Weitere 10.000 verfolgen live dessen Rede im Internet. Wir in den Niederlanden, ihr in Deutschland und die Patrioten in anderen Ländern ziehen an einem Strang. Pegida ist in den vergangenen Monaten nicht nur radikaler und gewaltbereiter geworden, sondern man hat sich international aufgestellt und weltweit vernetzt. Pegida hat sich von Deutschland aus wie eine Krake in ein Dutzend Länder ausgebreitet. Von Irland bis Australien. Pegida-Demonstrationen gab es beispielsweise in Wien oder auch im britischen Newcastle. Das größte Treffen europäischer Rechter gab es kürzlich in Rom. 65.000 gingen auf die Straße. Mit eindeutig extremen Symbolen und Gesten.
Mit dabei Götz Kubitschek, häufiger Redner bei Pegida, ein Kopf der Rechtsradikalen in Deutschland. Nur einen Tag nach Rom redet er wieder bei Pegida in Dresden, verliest ein Grußwort der rechtsextremen italienischen Partei Lega Nord. Rom grüßt Dresden. Wir sitzen im selben Boot. Fazit. Pegida hat sich deutlich radikalisiert und darüber hinaus weltweit vernetzt. Bislang von der Öffentlichkeit unbemerkt. Und genau darin liegt die Gefahr. Alleine dieser Erfahrungsaustausch, politische Expertise, Unterstützung in Geldmitteln, Unterstützung in Personal, können auf so etwas wie eine europäische rechtspopulistische Internationale herauslaufen. Das ist natürlich ein Element, was sehr gefährlich sein kann, da die europäischen Erfolge der Rechtspopulisten hier für neuen Aufschub sorgen können. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Unter anderem solche Forderungen wurden da nahe Dresden skandiert. Wer sowas ernst meint, hätte dann ja wohl auch Gustav Heinemann, unseren dritten Bundespräsidenten des Landes, verwiesen. Der hatte nämlich auf die Frage, ob er den deutschen Staat liebe, trocken erwidert: Ach was, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau. Fertig, wohl eine kräftige Werbung für das eigene Treiben am rechten Rand. Doch statt der erhofften 30.000 kamen nur etwa 12.000, um dem platinblonden Rechtsausleger zuzuhören. Grund zum Aufatmen also? Ein Hinweis, dass die Sympathien für die aggressiven Ausländerfeinde der Pegida erlahmen? Mitnichten, wie Swantje Hirsch und Ulrich Neumann recherchiert haben. Mehrere hundert Demonstranten verbreiten Angst und Schrecken. Die Stimmung aufgeheizt und aggressiv. Freital in der Nähe von Dresden vor 4 Tagen. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Ihre Parolen hasserfüllt und rechtsextrem. Sie protestieren gegen ein Flüchtlingsheim. Zurzeit sind rund 200 Flüchtlinge da. In einer Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern. Wer Deutschland nicht will, soll Deutschland verlassen! Die Fresse, auf die Fresse! In zum Teil geschlossenen Facebook-Gruppen gehen einige Freitaler gegen Flüchtlinge noch viel weiter. Die Drecksviecher. Gesindel, alle raus in ein Loch und zuschütten. Bombe rein und Ruhe ist. Mit ihrer Wut und ihrem Hass prägen sie die Stimmung in Freital. Nur wenige halten dagegen. Gerade mal 20 Menschen demonstrieren für die Flüchtlinge. Aber 400 sind gegen sie. Hier mit dabei Lutz Bachmann, der Gründer von Pegida. Mittlerweile der Stimmungsmacher. Ich bin stolz auf Freital und auf allen, jeden Einzelnen, der heute hier ist. Gemeinsam sind wir stark. Freital zeigt, wie es geht. Der Stimmungsmacher vor einer Woche in Dresden. 7.000 Menschen sind da. Jubeln Tatjana Festerling zu. Sie kandidiert für Pegida hier als Oberbürgermeisterin. Die meisten Flüchtlinge sind für sie Asylantenströme. Die Asylantenströme, mit denen ihr, die Deutschlandvernichter von Merkel und Gabriel bis Tillich, unser Dresden, unser Sachsen, und unser Deutschland fluten. Während einer weiteren Rede in diesem Tenor läuten die Glocken der nahegelegenen Kreuzkirche zum Friedensgebet. Seit 30 Jahren tun sie das immer zur gleichen Zeit. Aber am Ostermontag fühlen sich Pegida-Demonstranten offenbar davon gestört. Drohen Kirchenmitarbeitern mit Mord, sagt uns der Superintendent. Einige beschwerten sich über das Geläut und zwei von denen sind direkt zu meinen Mitarbeitern und haben sie ja verbal angegriffen, indem sie auch ihre Parolen hasserfüllt und rechtsextrem. Sie protestieren gegen ein Flüchtlingsheim. Zurzeit sind rund 200 Flüchtlinge da, in einer Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern. In zum Teil geschlossenen Facebook-Gruppen gehen einige Freitaler gegen Flüchtlinge noch viel weiter. Die Drecksviecher. Gesindel, alle raus in ein Loch und zuschütten.
Bombe rein und Ruhe ist. Mit ihrer Wut und ihrem Hass prägen sie die Stimmung in Freital. Nur wenige halten dagegen. Gerade mal 20 Menschen demonstrieren für die Flüchtlinge. Aber 400 sind gegen sie. Hier mit dabei Lutz Bachmann, der Gründer von Pegida. Mittlerweile der Stimmungsmacher. Ich bin stolz auf Freital und auf allen, jeden Einzelnen, der heute hier ist. Gemeinsam sind wir stark. Freital zeigt, wie es geht. Der Stimmungsmacher vor einer Woche in Dresden. 7000 Menschen sind da. Jubeln Tatjana Festerling zu. Sie kandidiert für Pegida hier als Oberbürgermeisterin. Die meisten Flüchtlinge sind für sie Asylantenströme. Die Asylantenströme, mit denen ihr, die Deutschlandvernichter von Merkel und Gabriel bis Tillich, unser Dresden, unser Sachsen und unser Deutschland fluten. Während einer weiteren Rede in diesem Tenor läuten die Glocken der nahegelegenen Kreuzkirche zum Friedensgebet. Seit 30 Jahren tun sie das immer zur gleichen Zeit. Aber am Ostermontag fühlen sich Pegida-Demonstranten offenbar davon gestört. Drohen Kirchenmitarbeitern mit Mord, sagt uns der Superintendent. Einige beschwerten sich über das Geläut und zwei von denen sind direkt zu meinen Mitarbeitern und haben sie verbal angegriffen, indem sie auch gesagt haben, wenn der Krach weiter so geht, dann könnte es sein, wenn ihr rauskommt, dass die Kehle durchschnitten sein könnte. Wir treffen den promovierten Soziologen Oliver Nachtwey von der TU Darmstadt. Seit Monaten beschäftigt er sich wissenschaftlich intensiv mit Pegida. Pegida ist am Anfang noch sehr moderat aufgetreten, gegen die da oben. Jetzt ist Pegida eine offen rechte Bewegung geworden mit Rassismus, Nationalismus und allem, was zu einer rechten Bewegung dazugehört. Von Pegida in Dresden bis zu den Bewegungen in Tröglitz, wo jetzt auch gerade noch ein Asylbewerberheim angezündet wurde, ist kein weiter Weg. Gestern in Dresden. 12.000, so bestätigt uns die Polizei, jubeln dem Rechtspopulisten und Islamhasser Geert Wilders aus den Niederlanden zu.